Willst du mal wieder nehmen? Nein, die setze ich. Oder soll ich es machen? Lustig wäre schon irgendwie. Lustig, ne? Machen wir es mal. Morgen, Jungs. Und Mädels. Ich spiele heute wieder Box of Horrors. Diesmal ohne Map. Was, ich hatte mir letztes Mal eine Map? Nö. Und es gibt ein Mini-Update. Oder hatten wir eine Map? Nee, hatten wir nicht. Nee, wir hatten nur das Update. 071. Ja, aber hat sich eigentlich nichts Wichtiges geändert. Ja, Console Commands. Dass jetzt God Mode und so weiter toggleable ist. Aber benutzen wir eh nicht. Was damit gemeint ist, verstehe ich nicht. Ja, dass man das ein- und ausschalten kann. Ja, und vorher? Konnte man nicht, oder? Ja, mit der Konsole halt wahrscheinlich. Jetzt kannst du es vielleicht mit einem Hotkey machen. Ach so, okay. Ja, das wäre cool. Könnt ihr mir vorstellen. Level benutzen sie eh nicht. Normalerweise. Ja, Noclip benutzen wir nur bei einer User Map, wenn sie eben glitcht. Ja. Und wir nicht anders zu sich kommen würden. Gibt ja auch Glitch Art, ne? Hast du schon gesehen? Was? Was soll das sein? Hä? Achso, das ist doch die. Alter! Oh! War das schon zu lang? Das ist doch dieses Treppenhaus da zu dem Sarg runter. Hat es dich jetzt eigentlich gerade so kalt gelassen oder was? Ja. Ich war jetzt nicht so beeindruckt davon. Muss ich ehrlich sagen. Schneller. Ich muss mal schauen, ob da was ist. Das hätten die schon gemerkt. Ah, jetzt sind wir in diesem. Das könnte das Gemälde sein. Das Portrait. Ute Brugger porträtiert ihn. Ein Tisch, eine Konsole. Kann man nichts machen. Oh, du hast das mal geguckt. Kein Portrait. Ist gestohlen worden von Kunstdieben. Hui. Auch gut. Muss das sein? Mustafa. Ich hasse solche Kreuzungen, einfach weil es viel zu viele Möglichkeiten gibt an dieser Stelle. Oh, da war einer gelaufen. Ja, der stirbt jetzt. Der geht jetzt der Aufzug. Ja. Der steigt in den Aufzug, dann fährt er runter, dann kommt er wieder hoch. Und dann ist das Blut im Aufzug. Ah. Das ist doch dieses Event. Da mag ich nicht, nein. Gibt's auch nichts zu sehen. Also erstmal rechts. Rechts, rechts, rechts. Ja. Das Blut im Aufzug bestaunen. Da kommen wir wieder nicht rein, links und rechts steht. Dann geradeaus weiter. Hier geht's rechts in die Ecke. Langweilig. Gehen wir erst wieder beim Update rein. Wieder rechts. Ah, okay, da sind wir rechts. Das klang gerade irgendwie komisch. Ja, irgendwie ist noch eine Tür. Nö. Oh, wo war ja Level 2? Shit. Jetzt habe ich ganz vergessen, dass man in diesen Raum nur mit Level 2 Karte kommt. Was brauchen wir da für einen? Ach, da kann man einfach rein. What? Steht irgendwo da drin, Mann. Einfach so. Einfach so, Mann. Na, ja, lass ihn halt. Die Helligkeit schwankt immer, ne? Und da war ein Zombie drin, gell? Einmal zumindest, ja. Der ist, glaube ich, immer da drin. Meinst du? Nee. Nein, komm, da gehen wir nicht. Die konnten auch mal da reingehen und uns so ein Medipack holen, einfach. Aber es war eine Version vor so, und hat sich nichts geändert. Ach, keine Ahnung. Ah, die brauchen wir hier gar nicht. Ha.
verwirrt. Wo bin ich eigentlich jetzt hier ganz hergelaufen? Vier rechts lang. Komm ja nicht durch. Na, lass uns lieber gleich. Machen wir den Water Mister an. Ne, okay. Wir können so einfach mal reinglitschen. Also nur um zu gucken, was dann passiert. Würde mich auch mal interessieren, wie das abläuft. Da kann man einfach Items duplizieren, oder? Sind wir jetzt eigentlich im Kreis gelaufen? Weil wir sind dreimal rechts, glaube ich. Ich hab nicht aufgepasst. Komm, wir sind nur da lang, ja. Du bist dafür verantwortlich, wo du lang gehst. Jetzt mal wieder nehmen? Nein, die setze ich, oder soll ich's machen? Lustig wäre schon irgendwie. Lustig, ne? Machen wir's mal. No risk, no fun. Ich hab eigentlich no idea, was das für einen positiven Effekt haben soll. Bereit? Ah, jetzt? Ich bin nochmal da lang. What the fuck? Setz mal ab. Jetzt gehen wir da hin. Ist er weg, schau. Ich will nicht sterben. Ja, letztes Mal haben wir die abgesetzt und nichts gebracht, weil die sind auf uns zugelaufen kamen. Jetzt geradeaus, würde ich sagen. Ah, ich setze es mal wieder ab, das ist hier drin ein bisschen blöd. Took off the glasses. Da war aber auch kein Defet, oder? Kein Dokument über die Dinge. Nee, das war einfach nur allein in seinem Räumchen. Es würde mich interessieren, was genau die macht. Das Brillchen lag in seinem Räumchen. Wo ist es? Soll ich mal kurz gucken, was die Brille macht? Da ist doch gerade was aufgegangen. Da schwanken Helligkeit. Ich guck mal schnell nach der Brille. Ah, da waren wir ja eh schon. Die Nummer wissen. SCP-3D-Glasses. SCP-178. Pass auf, ich hab's. A pair of white stereoscopic glasses with a rectangular white cardboard frame and lenses of transparent blue and red. Left and right lenses. Ja, also ich blicke hier nicht mehr durch. Haben wir den Navigator? Nee. Also da steht ungefähr, wenn man die Brille auf hat, dann nimmt man eben so zweibeinige Wesen wahr, ne, also in Form und Größe eines Menschen. Und sobald man versucht, mit denen in direkten Kontakt zu treten, eskaliert das Ganze eben. Okay. Also da war jetzt gerade das Gemälde. Dass du scheinbar nicht angeguckt hast. Nee. Bloß hier kommen wir nicht weiter, ne? Scheiße. Ja, toll, wo geht's denn dann weiter? Nur da, wo SCP und der Zombie sind. Ach, da muss ich lang. Weil was? Da geht's ja nicht weiter. Oder klar. Was war so hoch. Da müsste zwei gehen. Dazu. Schauen wir mal da nochmal, was da war. Ah, da genau, da ging es nicht rein. Hä? Ah, da ist die falsche Richtung. Puh. Das ist ja unser Navigator.
Ja, was machst du jetzt? Wo willst du weitergehen? Da. Da stand er nämlich hier im Raum. Kommen wir nicht von da einfach her am Anfang oder so? Ja, irgendwie schon, aber. Oh. Ja, das ist drin. Knack. So, jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, wir sind rechts lang, also jetzt links lang. Ne, da waren wir aber auch schon, oder? Was, das ist 12? Notenblatt. Weiß ich nicht. Oder war das, wo du gespielt hast? Ne? Jetzt in der Runde glaube ich nicht. Nee. Aber nee, da waren wir schon am Anfang. Da waren wir echt schon. Also musst du dann rechts gehen. Im nächsten Raum, oder? Ja, ja. Puh, ganz schön schwer. Hier noch den Durchblick zu bewachen. Ja. Oh, scheiße. Hä? Wieso? Ach so, weil wir da nicht reingekommen sind. Ja, dann geht's nicht weiter. Alles abgeguckt. Ja, dann geht weiter zurück. Durch den Anfang. Ich mit der Kreuzung. Ja, wenn du sagst, alles abgesucht hast, dann muss da noch was kommen. Das muss übersehen. Naja, eigentlich. Ja, stimmt, davor. Die Maps sind ja nicht so generiert, dass du es nicht schaffen kannst. Und die führen immer von irgendeinem Anfang zu irgendeinem Ende. So, da komme ich her. Ob das berücksichtigt, dieser Generier-Algorithmus. Ja. Da kam man, glaube ich, am Anfang her, ne? Der Raum ohne Gemälde. Da ist Sackgasse. Da muss ich doch hier weitergehen. Ah ne, dann ist es der, weil da ist die Tür offen. Hm? Ja, da, dann ist es der, wo wir am Anfang waren. Ohne Gemälde, schau. Okay. Der andere ist neu. Halt nochmal der Raum. Der, da waren wir noch nicht. Genau. Außer das mit Gemälde. Waren wir da auch schon. Was? Der Key, achso, wieder higher. Toll. Geht einfach durch. Jetzt da vielleicht noch. Wäre unlogisch, aber. Ne. Ah. Was ist das da? Achso, du. Ja, da kriegst du einen Keycard. Ja, ich sag ja, ah. Du sagst, was ist da? Ich hab gedacht, ja. Nein, das ist die Tür zu. Wo du ein Navigator? Die ist gar nicht da drin, oder? Ich würde es nicht drauf ankommen lassen. Sollen wir mal geradeaus, dann wissen wir, was da auch ist. Aber jetzt haben wir einen Navigator auch. Erstmal. Also klar, das sieht man nichts. Oh, da ist er drin. Da ist er drinnen. Nö. Das war in dem Raum im Glas. Okay. Was geht denn? Ah! Hä? Jetzt habe ich schon gewundert, warum dieser Ton kam. Ah. Voll komisch. Stop hiding. Das war jetzt echt komisch, ja. Ja. Es wurde einfach so dunkel, so als ob der über uns oder fast so. Er kam durch die Decke. Dass seine Polygone mit unseren verschmolzen sind. Fusion. Ja, komisch. Die Map, die war auch insgesamt irgendwie komisch. Ja. Oder was sagst du? Ziemlich komisch. Gab eigentlich nur einen Weg wahrscheinlich mal. Gehen konnte. Ja, den haben wir jetzt gefunden wahrscheinlich. Ja. Hat nicht geklappt. Beim nächsten Mal vielleicht. Beim nächsten Mal, genau. Schaltet da auch wieder ein. Abonniert, dann seht ihr es gleich, wenn ein neues Video kommt. Und trinkt alle Raucheistee. Ja, Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.